Moin Moin zusammen, hier ist der Drill und herzlich willkommen zu einem ersten kleinen Trackmania Gameplay Video auf meinem Kanal hier. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie der Trackmania Content aussehen wird, den ich hier auf dem Kanal bringe. Deswegen werde ich immer so ein paar Testformate bringen, um zu gucken, wie das Ganze bei euch ankommt. An der Stelle erstmal ein fettes Danke für das unfassbare Feedback unter meinem Video zu meiner Gaming-Geschichte, zu meinem Gaming-Background und Trackmania. Wir fahren heute mal eine Map. Die heißt Chango RPG, die hat es mir ziemlich angetan. Die habe ich gestern auch im Livestream zusammen mit Fibu, Max und zwei alten Trackmania-Mates von mir gespielt. Dabei handelt es sich um eine sogenannte Trainier-RPG-Map. Die heißt Chango RPG, ist vom Mapper Carlos. Da gehen wir mal rein. Kurze Hintergrundinfo vielleicht, was eine RPG-Map ist. Ihr habt ja in den vorherigen Videos von mir gesehen, was der Style-Tech ist, wo es primär darum geht, um Kurven möglichst eng zu fahren mit Drifts. Das ist also der Technical-Style, den man auch eher im Competitive-Bereich gefahren ist. Der RPG-Modus von Trackmania ist aber ganz anders. Das sind Strecken, in der du vielleicht nicht immer auf die schnellste Zeit gehst. Am Ende des Tages geht es trotzdem immer darum, die schnellste Zeit zu fahren. Im Endeffekt sind RPG-Maps aber so schwer gebaut, dass es überhaupt ein Achievement ist, diese Maps zu finishen. Vergleichbar mit dem KZ-Modus in Counter-Strike, den kennt der ein oder andere von euch vielleicht, wo es darum geht, besonders schwere Sprünge zu meistern und eine quasi Jump-and-Run-Map in Counter-Strike durchzulaufen. So ähnlich ist das hier in Trackmania auch. Ihr habt auf so einer Strecke mehrere Checkpoints. Hierbei handelt es sich jetzt um eine relativ kurze RPG-Map. Die Autorenzeit liegt, glaube ich, bei 1 Minute 36. Das ist unser Ziel. Und ihr werdet gleich sehen, dass es hier einige diverse schwere Sprünge gibt und andere knifflige Stellen, die es zu meistern gilt. Es ist völlig okay, im RPG-Modus mal ein Checkpoint-Reset zu machen, um einen zweiten Anlauf zu haben. In erster Linie versucht man erstmal, die Map zu finishen. Die haben wir schon ein paar Mal gespielt hier. Die ist sehr, sehr geil. Auch relativ einsteigerfreundlich. Normalerweise wird man die jetzt hier super eng fahren, die ganzen Kurven. Dann passiert aber Folgendes. Man schafft mitunter diesen ersten Sprung nicht. Also haben wir schon gelernt, um zum ersten Checkpoint zu kommen, müssen wir die erste Kurve relativ weit außen fahren. Ich kann ja auch mal mein Pad Wizard anmachen. Da seht ihr, wie ich lenke und wie stark ich einlenke. Bremsen, Gas. Gas, grün. Bremse, rot. Lenken, blau. Links, rechts. Und wir haben gerade gelernt, wir müssen mehr Speed haben. Mehr Speed kriegen wir am Anfang, indem wir hier die Kurve etwas weiter fahren. Und schaffen damit dann den ersten Sprung zum ersten Checkpoint hier. Dann geht es weiter nach rechts. Und wir haben wieder einen Fehler gemacht. Wir sind nämlich zu steil hier auf diese Rampe aufgefahren und sind damit hinten runtergefallen. Was man dagegen machen kann, ist die Kurve weiter außen fahren und hier möglichst smooth diesen Übergang zu fahren. Von dem Schwarzen auf das Weiße. Wenn man das macht, springt man nämlich mit dem Auto nicht so hoch und kann hier mit mehr Speed die nächste Kurve nehmen. So, und dann wären wir beim nächsten Checkpoint. Da muss man ein bisschen vom Gas gehen, um hier hinzukommen. Und wir hätten jetzt also zwei Checkpoints erreicht. Das waren jetzt noch die einfachsten Stellen. Der Anfang ist relativ einfach, die schweren Parts kommen jetzt noch. Deswegen versuche ich einfach mal, mich zu konzentrieren und hier so weit zu kommen, wie es geht. Und euch währenddessen noch vielleicht das eine oder andere zu zeigen und zu erklären. Und ich versuche jetzt einfach mal einen schönen Run mit euch hier hinzubekommen. Das Coole am RPG-Mode ist eigentlich, dass du den kannst du gut just for fun daddeln. Den kannst du nebenbei mit deinen Freunden spielen. Wie gesagt, hier handelt es sich um Einsteiger-Maps. Es gab früher RPG-Maps, die waren eine gute Stunde lang, wenn man sie gut durchgekommen ist. Also es gab auch Maps, wo Fahrer teilweise 4-5 Stunden an einer Map gegrindet haben. Und das Coole ist halt einfach das Gefühl, wenn du schaffst, die zu finishen, du kannst währenddessen ganz chillig mit deinen Freunden im Voice sein und über Gott und die Welt quatschen und euch absprechen, wie ihr bestimmte Parts am besten fahrt. Hier zum Beispiel lohnt es sich, nach rechts zu springen, dreht ein bisschen ein, kommt damit direkt in den Slide. Normalerweise wird man dann hier relativ mittig fahren, um hier auf dieser Röhre rüber zu fahren. Man kann es aber, wenn man es auch gut nimmt, so fahren, dass man hier ein bisschen eindreht, geht in den Slide und kann die Röhre dann komplett überspringen, indem man hier vorne landet. Ich fahre jetzt einfach, glaube ich, einmal für euch durch die Strecke, damit ihr so grob wisst, was abgeht und vielleicht seht, wo die Schwierigkeiten liegen. Hier zum Beispiel eine der schwereren Stellen. Hier haben wir nochmal so eine Pipe, die ist aber sehr, sehr schmal. Wenn ich jetzt versuchen würde, hier ganz eng oder ganz langsam rüber zu fahren, dann geht das wirklich nur, wenn man perfekt drauf ist. Also super, super schwer und slippery. Deswegen Augen zu und durch. Mit schön viel Speed rüber. Ich glaube, das ist ein 50-50 Grind. Ich weiß nicht, ob wir Skateboarder bei uns in der Community haben. Aber mit einem schönen 50-50 Grind hier rüber. Und hat dann
die schwersten Stellen geschafft. Die hier ist auch noch ein bisschen ekelhaft. Hier droppt man nämlich runter und es passiert leider sehr oft, dass man hier auf dem Dach landet. Ein bisschen Glück schafft man es dann immer noch zum nächsten Checkpoint. Mit dem Reset kann man es dann nochmal versuchen. Hier bin ich noch am Überlegen, wie es am besten geht. Man kann ja einfach geradeaus fahren und landet dann rückwärts. Das wäre safe. Ich glaube aber, es wäre schneller, wenn man hier schon so ein bisschen eindrehen kann. Jetzt bin ich wieder so umgelandet und eben mit der Schnauze hier nach vorne landet, um dann direkt hier zum nächsten Checkpoint zu kommen. Das habe ich bisher noch nicht gemeistert und herausgefunden, wie das geht. Dann hier auch eine super wichtige Stelle. Hier haben wir so einen kleinen Kreisverkehr, wo es wichtig ist, genug Speed mitzunehmen, um den letzten Sprung auf der Map zu schaffen. Das könnte knapp reichen. Nee, reicht dick. Und dann geht es am Ende nur noch hier nach rechts. Und da sind wir im Ziel. Meine persönliche Bestleistung liegt, glaube ich, bei einer Minute 46. Die Autorenzeit bei einer Minute 38. Nur wenn man die Autorenzeit knackt, kann man hier die Online-Weltrekorde sehen oder generell die Weltrekorde auf dieser Map. Deswegen weiß ich gerade gar nicht, wo die liegen. Ich glaube, auf unserem Server. Wir haben in meinem Trilux-Club auch einen RPG-Einsteiger-Server. Hat, glaube ich, gestern jemand schon eine 1.27 gefahren. So. Ich glaube, für euch ist auch noch wichtig zu wissen, wenn ihr demnächst auch mal im Stream vorbeischaut. Im Livestream gestern ist ein Insider entstanden. Und zwar ging es um das Thema NT in den Chat schreiben. In Counter-Strike schreibst du ja, wenn dein Mate zum Beispiel im 1-on-4-Clutch ist, er macht drei Leute und verkackt das letzte 1-on-1. War aber trotzdem eine nice Runde von ihm, guter Versuch, schreibst du ja gerne in den Chat NT für nice try. In Trackmania ist das aber was anderes. In Trackmania heißt NT nice time. Und da hat sich gestern eine kleine Diskussion im Chat entwickelt und wir haben eine Lösung gefunden, um das zu umgehen. Und ich glaube, das spiele ich euch hier einmal ein. Nicht verwechseln, nice time und nice try. Jeder fährt eine Weltrekord und einfach jeder nice try. Also oder halt knapp vorbei. Also wenn einer eine Runde verkackt, dann schreibst du und dir schreibt einer NT, da meint der nicht, da will er dich nicht trollen im Sinne von nice try, sondern der meint es ernst mit nice time. Nicht verwechseln. Ich guck jetzt dir an. Ich kann kein Deutsch bitte, mehr. Bitte nicht verkacken. Jetzt kommt wieder push. Das muss der Speed schaffen. Oh, guter Speed. Der ist nicht zu weit links. Nein! Nee, der steht. Easy. Oh, zu schnell, Alter. Holy shit. Jetzt schön eng rein. Oh mein Gott, nein. Du verkackst es. Aber du hast meine PB, glaube ich. Fuck. Ganz knapp. Oh, das habe ich aber beim letzten Mal auch gemacht auf dem anderen Server. Nein. Was für N3 denn? Was soll der N3 Scheiß? Das ist jetzt ein NT. Nice 3. Wieso Ossi-Deutsch oder was? Jetzt habe ich es erst gerafft. Ja, nice try. Ja, deswegen halt, okay, das ist es doch, das ist... Das ist richtig krank eigentlich halt. Nice try. Und keiner wird's raffen, das wird sich auf irgendwelchen Servern durchsetzen. Alle fragen sich, was der Scheiß soll. Kommt hier die Idioten aus der Counter-Strike-Community am N3 etabliert. So, also für euch jetzt, wenn wir einen nice try in Trackmania sehen, vielleicht mache ich da auch einen Twitch-Emote für fertig, dann wird ab jetzt offiziell N3 geschrieben für ein ostdeutsch betontes Nice Try. Und wenn ihr NT schreibt, dann steht das tatsächlich für Nice Time. Also wenn ich diesen Run jetzt hier mit einer Zeit unter 1,40 durchbringen sollte, dann wäre das eine NT, eine Nice Time. Und wenn ich jetzt hier den Flip verkack, oh, der war sogar sehr gut, dann wäre es ein... Ah, das war zum Beispiel ein Nice Dry. Weil ich bin jetzt hier vorhin auf diesem Balken kurz rechts runtergerutscht, deswegen habe ich den Speed nicht mitnehmen können. Ist dann trotzdem ein guter Run, also war es ein nice dry. Die Map hier ist, wie gesagt, also relativ einsteigerfreundlich. Fibu hat ja auch erst jetzt 4-5 Tage gespielt, der hat die auch finishen können. Also ich glaube, jeder von euch sollte die auch schaffen. Gerade wenn ihr jetzt hier so ein Playthrough von mir seht, mehr oder weniger. Ihr seht ja oben auch die Key Presses, wenn ihr da eine Stelle habt und nicht wisst, wie man das steuern muss oder wie ihr da weiterkommt. Ist die Anzeige, die ich da oben drin habe, finde ich ganz nice, dass man sehen kann, wie es geht. Ich werde die Maps auch immer in der Videobeschreibung verlinken. Die Plattform, auf der man in Trackmania die Maps hochlädt, die heißt Trackmania Exchange. Da könnt ihr die Map runterladen und die kopiert ihr euch dann in den Ordner Dokumente Trackmania 2020 und dann Maps müsste das sein. Ich werde den Ordner, wo man die Maps reinpackt, aber auch nochmal in die Videobeschreibung packen und dann könnt ihr die Maps lokal bei euch spielen. Da bin ich jetzt gerade schlecht aufgekommen. Hab jetzt wahrscheinlich Schwierigkeiten mit dem Engine Off hier zum nächsten Checkpoint zu kommen. Nee, das geht. So, und jetzt der Key Part. Das im First Try schaffen,
ist gut. Zwar dran gekommen, wird keine gute Zeit, aber wir versuchen ihn einfach mal durchzubringen. Und wir riskieren jetzt mal hier. Wird keine Personal Best, deswegen hauen wir hier mal voll rein. Wir uns auf den Kopf und sind tot. Der Checkpoint Reset ist hier halt super nice. Was ich überlegt hätte, war so reindrehen. Oh, genau so muss das. Das schaffe ich in den guten Runs, aber nie genau so. Hier, der Dirt Part ist easy. Hier mit schön viel Speed, das war auch sehr gut. Und weil es keine Personal Best wird, kann man auch mal was riskieren. Kann man hier vielleicht sogar Full Speed rum? Nee. Da muss man also entweder sliden im Downhill-Part oder leicht vom Gras gehen. Aber wieder ein bisschen was gelernt. Können wir dann für den Run, der hoffentlich dann der vielleicht sogar Weltrekord wird, einsetzen. Also mit jedem neuen Run lernt man ein bisschen was dazu. Und das ist so das Ding, warum RPG-Maps eigentlich Spaß machen. Beim ersten Mal bist du froh, dass du die Map überhaupt gefinisht bekommst und dann arbeitest du einfach daran, deine Zeit zu verbessern. Und im Optimalfall kriegst du es irgendwann mal hin, einen Run komplett hinzubekommen, ohne am Checkpoint zu resetten. So, das war recht gut bis hierhin. Versuchen wir jetzt mal den Flip auch nicht zu bekommen. Habe ich jetzt auch ein paar Mal so hinbekommen, dass ich echt richtig geil auf... Oh, genau so, genau so! Okay, jetzt Fokus. Fokus, Fokus. Ja. Ja, 1,5 Sekunden schneller. Ein bisschen nach rechts springen. In den Drift hinein. Ich habe nicht so viel Speed, wie ich gern hätte, aber ich glaube, es ist okay. Ja, ist gut. 44,5 ist ein guter Checkpoint. Aber jetzt der Keypoint. Mal ein bisschen safe zu fahren. Ach! Da hätte ich nicht noch nach links lenken dürfen. Das war gut. Könnte trotzdem eine Personal Best für mich werden. Gucken wir nochmal, dass wir hier diesen blöden Drop irgendwie hinkriegen. Und wieder flippe ich. Ah, die ist so ekelhaft, die Stelle. Das ist gerade wirklich so ein bisschen wie YouTube für mich neu entdecken und ausprobieren, was funktioniert und was nicht. Ich denke, das Video wird hier wahrscheinlich... Das könnte gut an die 30 Minuten gehen, gerade noch mit dem Erklären und dem Vorwort und dem Einspieler vom Stream gestern. Da wäre es für mich ganz hilfreich, einmal, wenn ihr mir Feedback gibt, wie euch die Formate gefallen. Also das ist jetzt so ein RPG-Weltrekord-Handen-Video. Ich habe auch überlegt, ob ich versuche... meinen Weltrekord auf einer Tech-Map für euch zu fahren und das für YouTube aufzunehmen, wie der Prozess so aussieht, bis man es schafft. Deswegen schreibt mir gerne mal, wie ihr dieses Format hier findet, ob ihr das auf weiteren Maps sehen wollt. Und vor allem auch, welche Videolänge für euch angenehm wäre zum Zugucken. Trackmania-Videos, wenn du hier so ein bisschen Let's Play-Style machst, die sind halt immer was länger, gerade wenn so eine RPG-Map hier alleine zum Durchfahren eine Minute 40 in Anspruch nimmt. Dann kann so ein Video natürlich keine 5 Minuten lang sein. Gerade mit dem Vorwort, was ich am Anfang auch gemacht habe und so. Aber schreibt mal, was für euch eine angenehme Videolänge wäre. Wenn ich das jetzt hier uncut hochladen würde, wäre es wahrscheinlich so ein Ding von über einer Stunde. Das finde ich persönlich aber auch zu lang. Neben den 9-Time Damage Liga Games will ich eigentlich nicht so viele Videos hochladen, die jetzt mega lang sind. Aber da wäre ich echt dankbar, wenn ihr mir da Feedback geben könntet. Oh, das war gut. Die Stelle kann manchmal ein bisschen ekelhaft sein. Die habe ich gut genommen. Auf geht's jetzt. Oh, da bin ich zu weit nach rechts gekommen. Ist aber trotzdem okay. 44,5. War wieder gut. Dann probieren wir jetzt nochmal diesen blöden Grind hier. Den im First Try und dann hast du richtig viel gewonnen. Jawohl, einmal nur resettet, richtig gut rübergekommen. Wir machen mal den Drop jetzt. Versuchen wir nochmal mit reindrehen. Yes, auf geht's jetzt. Oh, das war gar nicht so gut. Reicht der Speed? Erreicht. Versuchen wir es mal safe zu fahren. Oh, das wird ein Personal Best, glaube ich. Ich komme auf. Und ich falle runter, shit! Oh, guck mal hier, was für eine Zeit geworden wäre. 1,32, das wäre die Personal Best gewesen. Na, 1,20 kann ich... Geht hier locker, glaube ich. Das war gut, schön smooth aufgekommen, hier auch.
Ja, nicht zu lange in der Luft gewesen, war okay, war nicht ganz krass, aber geht. Oh, das war gut. Oh, das war gut. Let's go. Ja, wir sind wieder gut unterwegs. Mal den mal ein bisschen besser zu nehmen, ja. Kann man jetzt ein bisschen enger springen. Sehr gut. Oh. Ne, wobei 45,06 Grad hatte ich eine 44,5, glaube ich, ne? Ist aber trotzdem okay. Das kann man aufholen. Und dieses Scheißding jetzt einmal gut kriegt. Mist. Mehr als dreimal resetten darf es eigentlich nicht, dann ist die Zeit eh weg. Wir versuchen es mal durchzubringen. Ziel ist heute die Autorenzeit. Damit möchte ich das Video beenden. Mit der geschafften Autorenzeit. Das war sehr gut. Versuchen wir mal ein bisschen weiter außen. Aber Speed reicht. Durch direkt. Das Finish werde ich hier immer ein bisschen safer fahren. Jetzt springen wir mal ein bisschen weiter nach rechts, um auf Nummer sicher zu gehen. Jawohl. Autorenzeit geschafft. Das heißt, wir können jetzt die Weltrekorde sehen. Wenn ich weiß, was eine Autorenzeit ist, du hast hier Medaillen, die du auf der Map sammeln kannst. Wenn du hier die goldene Medaille mit dem grünen Inhalt schaffst, dann hast du die Zeit geknackt, die der Autor hier gefahren ist, der Map-Ersteller. Und nach der Autorenzeit richten sich dann die anderen drei Medaillen, Gold, Silber und Bronze. Die sind dann meistens immer so 10 Sekunden langsam auf so einer langen Map, auf einer kurzen Strecke, 2 Sekunden langsamer als Autorenzeit, 5 Sekunden und 7 Sekunden oder sowas. Aber da wir die jetzt geknackt haben, sehen wir jetzt, dass die Weltrekorde nicht geladen werden können. Warum das so ist, weiß ich nicht. Das Spiel hat auf jeden Fall noch den einen oder anderen Bug, der gefixt werden muss. Wir sagen jetzt aber einfach mal, dass der Weltrekord bei einer 1 Minute 27 Sekunden liegt, weil das war die beste Zeit, die gestern auf unserem Server gefahren ist oder gefahren wurde. Und das war zu dem Zeitpunkt auch der Weltrekord auf der Strecke. Das versuchen wir jetzt mal zu knacken. Und das sollte ich eigentlich hinbekommen, weil ich habe die Map jetzt echt gut im Kopf. Wenn ich hier einmal einen Versuch hinbekomme, ohne zu resetten. Oh, das war knapp, da wäre ich fast abgerutscht. Aber wenn ich es einmal schaffe, ohne Reset hier durchzukommen, dann habe ich die Zeit, glaube ich. Oh, 43,988. Schnell war ich hier noch nie. So, jetzt kommt die kritische Stelle. Oh, war das knapp. Yes. Jetzt nicht hier wieder aufs Dach drehen. Bitte nicht aufs Dach. Oh, ich glaube, ich flippe. Nee. Machen wir die mal ganz safe. Oh mein Gott. Das könnte richtig gut werden. Es wird keine 1,27. Der eine Reset, der hat es dann doch gekostet. Aber es ist eine gute Zeit. Unter 1,30. 1,29. Das geht aber. Ich glaube, so eine 1,25 würde ich mir zutrauen, ohne Fehler und ohne Reset. Auch wenn ich bei der 1,29 vorhin einige Stellen dabei hatte, die echt super nice gefahren waren. Aber irgendwo verliert man immer Zeit. Der Start war zum Beispiel ziemlich schlecht. Da war das jetzt eine ganze Ecke besser. Hier kann man auch viel Zeit gut machen. Wenn man hier eng landet. Natürlich hauptsächlich der Flip. Der war ganz gut. Oh, noch gesaved. Da habe ich mich gut weggedreht. Das sind 2 Zehntel vorne. Oh, lol. Das war gut. Unter 44 Sekunden ist ein guter Checkpoint. Jetzt diese blöde Pipe mal im First Try. Oh mein Gott. Nicht schlimm, dass ich da aneck. Immer hier ultra safe. Ich sitze seit 2 Stunden. Ich sitze seit 2 Stunden und mit jedem neuen Start sage ich denselben Satz. Seit 2 Stunden. Immer den Satz, den ihr gerade am Anfang der Runde gehört habt. Der Beweis? Oh, es geht aber. Eine 1,25 sehe ich hier.
wenn ich ohne Fehler und ohne Reset durchkomme. Auch wenn bei der 1.29 vorhin einige Zwischensegmente dabei waren, die krass waren, Zeit verliert man ja irgendwo immer. Ich glaube, dass zum Beispiel der Start relativ schlecht war. Das war jetzt besser. Oh, Überraschung, ich bin tatsächlich an einem Checkpoint schneller. Hier kann man auch Zeit gut machen, indem man eng landet. Und natürlich bei diesem gottverlassenen Flip, den ich in den letzten 2 Stunden 1000 Mal gefailt habe. Der war aber nicht so schlecht. Wahrscheinlich drehe ich mich jetzt wieder nach links und sterbe. Nein, ich habe es geschafft. Wir sind 3 Zehntel vorne. Vielleicht ist es das tatsächlich. Oh, bitte nicht. Ja, geht, geht, geht. 44,09. Come on jetzt! So, das ist jetzt aber echt der letzte Versuch. Wenn ich das jetzt nicht packe, dann müssen wir es im Livestream noch mal in der Session probieren. Ich sitze wirklich, vor 2 Stunden bin ich die 1.29 gefahren. Seit 2 Stunden ratter ich denselben Satz immer und wieder runter ab Rundenstart, weil ich natürlich weiß, wo ich den Cut in der Aufnahme setzen würde. Und ich will, dass das Gespräch, was ich hier mit euch führe, einen Zusammenhang hat und ich nicht plötzlich mittendrin anfange, über meine Magen-Darm-Probleme zu reden und ihr gar nicht mehr wisst, was abgeht. Und da kriege ich diese blöde Pipe endlich mal geil hin und sterbe dann einfach am Dirt-Part. Guck mal, wie konstant ich bis hierhin hinkomme. So oft hier schon 34er und 33er gedrückt. Der Sprung, der jetzt kommt, den kriege ich mittlerweile auch ziemlich konstant hin. Da habe ich auch keine Probleme mehr mit. Aber ich sterbe immer an der blöden Pipe. Die kriege ich ums Verrecken nicht im First Try hin. Come on, Baby, jetzt! Oh, wieder angeeckt. So, jetzt aber hier nicht wieder flippen. Ich glaube, das war besser. Ja, ja, ja. Anderthalb Sekunden vorne. Lasst gerne ein Like und Bewertung da. Wir sehen uns im nächsten Trackmania Livestream oder im nächsten Video. Lasst mich bitte wissen, ob ihr so eine Scheiße nochmal sehen wollt.